So, dann rufen wir jetzt erstmal Dings an. Was will er hier? Hoffe, dir geht's gut. Können Sie mich anrufen, muss ihn mit Ihnen etwas besprechen. Hallo? Na schon, Bill, du hast mir eine WhatsApp hinterlassen. Was willst du? Was belästigst du mich? Können wir uns kurz treffen? Wieso duzt du mich überhaupt, Bill? Oh, tut mir leid. Können wir uns treffen? Gut, Ben. Was willst du denn? Wo bist du denn überhaupt? Ich bin hier in der Stadt. Soll ich einen Standort schicken, oder? Schick mir einen Standort, ich hol dich ab, Mann. Ja, okay. Ich fahre noch kurz zu einer Garage und dann schicke ich. Dann schicke ich Ihnen einen Standort, Herr Agabey. Dann schicke ich Ihnen einen Standort, Herr Agabey. Ja, gut, du Hurensohn. Leg auf jetzt. Ja, mach. Schlag ein, Ben. Heute noch und steig hinten ein, nicht vorne. Oh ja, Herr Agabey. Und wie geht's Ihnen? Ja, mir geht's gut. Du hast mir ein SMS geschrieben, du wolltest mit mir reden. Warum geht's denn, Ben? Wir haben ja gestern geredet und mir ist aufgefallen, Sie sind ein Mann. Ja, und ich guck mal kurz nach unten. Ja, ich bin ein Mann, richtig erkannt, Ben. Eine Sekunde, ich werde angerufen. Wieso wirst du angerufen? Ja, wissen Sie, ein Mann hat viel zu tun. Wieso ruft er mich an? Okay, ich habe eine Idee gehabt. Welche Idee hat du denn? Ich hatte vor, wissen Sie, Bill und Bilo. Hey Bill, hör mal zu. Atme jetzt erstmal tief ein. Und dann atmest du wieder aus. Hast du mich verstanden? So, und jetzt nochmal ganz langsam. Was denn? Ich möchte etwas Großes starten. Was willst du? Etwas Großes starten. Was willst du denn Großes starten, mein Junge? Aber ich möchte, dass mir die Stadt gehört und Ihnen auch. Also zusammen. Bill und Bilal. Das ist doch passend. Halt mal deine Fresse, Bill, bevor ich dich ficke. Hast du mich verstanden? Wer bist du, kleiner Peach? Du kannst mein Sohn sein. Was laberst du für eine Scheiße? Was für die Stadt gehört dir? Deswegen brauche ich sie. Ach, was du nicht sagst. Natürlich braucht man mich. Wenigstens hast du das hier erkannt. Ohne mich läuft hier nämlich gar nichts. Hör mal zu. Du kannst auf jeden Fall für mich arbeiten, wenn du willst. Oh, okay. Dann kannst du dich ein bisschen beweisen, ein bisschen dir Kohle verdienen. Hast du verstanden? Ja, Geld habe ich aber eigentlich genug. Amazon, du Vollidiot! Wenn man die Stadt übernehmen will, du Hundesohn, dann braucht man sehr viel Geld und nicht, weil du hast genug, weil du Taschengeld von deiner Mutter bekommen hast. Du dummer Vollidiot! Hast du das verstanden? Wie willst du dir denn was Krasses hier leisten mit deinen Papinats, die du hast? Oder bist du Multimilliardär? Ja, Sir. Hör auf, mich Sir zu nennen und halt deine Fresse. Gut, wir holen jetzt einen anderen Freund von mir ab. Ich ficke dein Handy, hast du mich verstanden? Mach deine scheiß Töne aus, ja, oder mach auf Sturm, oder mach deine Flugmodus aus. Bevor ich mich hier vergesse, die ganze Zeit klingelt dein Handy vor. Bist du hier Disco geworden oder was bist du? Bist du DJ? Sag mal. Wer ruft dich überhaupt die ganze Zeit an? Gib mir die Nummer von dem. Okay. Hier. 7382041. Gott. Aber seien Sie nicht so böse, bitte. Ruhe da hinten, halt deine Fresse, sonst kriegst du von mir mal eine Ohrfeige. Hast du mich verstanden, du Pisser? Gib mir keine Anweisungen. Hallo. Na schon, wie geht's? Wer bist du? Alles klar, bei dir? Wer bist du? Ich bin's, TJ. Hey du, Amazon. Ich hab deine Nummer bekommen, lass mal kurz treffen, ich muss was mit dir klären. Und mit mir? Was hab ich denn gemacht? Ja, ich muss mal kurz was mit dir klären, geht das in Ordnung? Ja, ist kein Problem. Komm mal zu Dings, stell dich mal vor Taxi. Oh, Scheiße. Wie heißt du denn? Halt mal die Fresse, komm mal vor Taxi. Hallo? Also, Bill, halt mal kurz die Fresse, ich muss mich konzentrieren, Mann. Danilo, steig mal ein hier, vorne. Walla, Bilal! Wenn du noch einmal so schreist, Danilo, ich hoffe, meine Mutter, ich hau deinen Kopf gegen Bordstein. Walla, ich ruf dich an, Bruder, ich klär das. Ja, alles gut. So, wo ist dein Freund TJ? Hier ist der doch. Bruder, ich brauch ein Messer kurz vor meinem Auto, willst du auch hey, ein Messer? Hey, du bist TJ, richtig? Richtig. TJ, bist du das?
Ja, ich bin's. Steig mal ein. Ja, du hast mir immer noch deinen Namen verraten. Was gibt's denn zu klären? Ja, mal kurz so. Mein Name ist Bilal. Ja. Ich muss was mit dir mal kurz klären hier. Ja, kein Stress. So. Ja, Bilal, was kann ich für dich tun? Ja, hammer so kurz, CJ. Ja. Warum rufst du die ganze Zeit und belästigst du die ganze Zeit den Bill, sag mal? Ja, Bill ist ein Freund von mir. Gerade eben haben den paar Leute am Würfelpark gesucht, weil gestern hat er eine Ohrfeige von so einem Typen bekommen, weißt du, doppelt so groß wie er. Okay. Hat ihn geohrfeigt und ich habe den Typen gestern eingepackt. Und gerade eben haben seine Leute dann Stress bei mir gemacht und haben gesagt, wo ist Billy, weißt du. Ich weiß nicht, aber warum terrorisierst du den mit Anrufen? Ich habe den einmal angerufen, Bro. Danilo, das ist Bill. Wer ist Bill? Hallo Danilo. Der hier. Richtig. Kannst du mal gerade stehen? Was ist das? Hast du Stock im Arsch bekommen oder was? Hey, Danilo, ich habe ein bisschen Probleme mit meiner Verdauung. Also ja, sorry, tut mir leid. Wie heißt der nochmal? Bill heißt der. Ah, Bill. Das ist ein richtig stabiler Typ, Alter. Der hat richtig Kraft in den Armen. Ja, seht man. Ich glaube, der wird dich wecken. Wer ist der andere? Das ist TJ, ein Freund von Ihnen. Ja. Danilo, schön dich zu sehen, wie geht's dir? Ja, wunderbar, wunderbar. So, wen kann man denn hier zuerst ficken? Ich hab zwei Messer, ich hab eine Knarre. Ey, Danilo, halt deine Schnauze, hast du mich verstanden? Seit wann bist du auf einmal Mann geworden? Sag mir mal, ha? Wie? Du bist jetzt leise. Mann geworden. Du bist jetzt mal leise. Hast du zwei Schlampen gebumst in deinem Leben? Auf einmal denkst du, du hast jetzt irgendwie, bist du jetzt hier Mann geworden? Ja, lange Geschichte, Billa. Oh mein Gott, lange ja, Geschichte. Gut. So, mach mal zu jetzt hier kurz, CJ. Lass mal zum Würfelpark, wir fahren da jetzt vorbei, dann sagst du und zeigst du uns erstmal, wo die Typen stehen, okay? Ja, right, kein Problem. Hast du irgendwas? Ja, scheiß die Wand, dann alles voll hier. Ja, hier ist doch frei. Ohne Waffen, Leute, ihr lasst mich reden, ja? Können wir kurz eine Pause machen, bitte? Ich kümmere mich drum, alles gut. Soll ich dich auf den Schultern tragen, willst du das? Okay, geht schon. Ja, sind die jetzt nicht hier oder was? Ne, warte, Bilal, ich schick dir mal ein Foto. Na, schick mal. Warte mal. Die sind hier aber schon sehr oft, zumindest die letzten Tage gewesen. Und wer auf dem Foto ist das? Das sind die, die auf dem Boden liegen, die wurden von den Blueberries zusammengehauen. Aber das sind die, mit denen ich stress. Ey, Danilo, das bist doch du auf dem Boden. Der mit dem schwarzen Pullover. Ey, Danilo, gib mir mal deine Nummer kurz. Hier. Yeah. Das sind dieselben Leute, mit denen wir jetzt Ärger haben, die dich gefickt haben. Siehst du das? Das bist doch du auf dem Boden, oder nicht? Ja. Wirklich? Bist du das links? Ja. Danilo, du liegst doch da, oder nicht? Auf dem Foto, Danilo! Wo ist denn das Foto? Ich hab's dir auf WhatsApp geschickt, du Hurensohn! Ach so. Ich habe mal eine kleine Frage. Ja, was los? Ich schlag da. Heute ist eine Party. In die Playboy-Villa oder so. Okay. Wie viel Uhr denn? Um 2:20 Uhr. Mhm. Ja, okay. Kann man einfach vorbei, oder? Ja, ich glaube schon. Ne? Diese Party ist von Vanilla, diesem Penis. Mhm. Und es kann sein, dass es... Warum machst du dann Werbung für den? Nein, ich wollte eigentlich fragen, ob ihr einen farbenen Untersatz für mich habt. Na, alles gut, man. Hey, Jungs, seid mal ein bisschen respektvoller hier. Okay, verstehe. Ja, man kann einfach vorbeigucken, oder was? Ja, natürlich, hombres. Okay, ich danke dir, Mann, ja? No problemo. Alles gut, Mann. Adios, amigos. Was seid denn so frech direkt zu den Leuten hier, voll Idioten? Ja, was ist denn da auf der Party? Kennst du überhaupt diese, was ist das, Vanilla Klein oder wer ist das? Vanilla, ja, der hat dich als Hurensohn beleidigt. Woher weißt du das? Weil ich war mit Vanilla... Ich kenn den doch gar nicht richtig. Ich habe mit Vanilla gesprochen und so, dann hat der gesagt, ah, dieser Billa, dieser dreckige Hurensohn und so. Hast du seine Nummer? Ja, habe ich. Gib mir mal seine Nummer. Hallo? Max, Vanilla! Wer bist du, Schwanz? Ich bin Bilal. Bilal? Bilal Lagerbeck, ganz genau. Dann habt ihr Scheiße, du lebst? Ja, ich lebe, du auch scheinbar, hä? Hab ich dich nicht ausgelöscht von einer langen Zeit? Was laberst du für eine Scheiße, du frecheste Kacke? Hey, hör mal ganz kurz so, ich bin hier mit Danilo. Danilo? Ja. Lebt auch noch? Ja, richtig. Der meinte, du hättest mit ihm rumgehangen und du hättest mich beleidigt, stimmt das? Ich hab dich nicht beleidigt, aber ich hab mit ihm rumgehangen, ja. Wir haben ein paar Aktionen gemacht zusammen. Ah, okay, aber du hast mich nicht beleidigt. Bilal, wir haben dich doch alle im Herzen seit Jahren. Wieso sollte ich dich denn beleidigen? Ja, keine Ahnung, bei euch drehen ja manchmal die Sicherungen ein bisschen durch. Was machst du? Seit wann bist du hier in der Stadt, verdammte Scheiße? Ja, seit gestern bin ich da. Ey, Bilal, heute läuft eine Party um 22 Uhr. Ja, da bin ich auch gleich. Ja, gut, dann lass uns da reden. Okay, bis dann. Auf Wiederhören. Bis dann.
Gut, komm, wir waren der hat Nein gesagt, Danilo. Wenn du Scheiße gelaberst hast, Danilo, fick ich dich, ne? Das ist dir hoffentlich klar. Und dann haben wir hier diese Party. Richtig, ihr könnt einmal rein und dann nach hinten zum Pool, ja? Viel Spaß. Ah, du bist auch hier. Na tolle, ich bin der Hauptgast heute. Mhm. Und wieso? Bist du was Besonderes? Na tolle, hombre. Mhm. Kennst du ein Tasty? Marquez. Ja, richtig, kennst du. Na tolle, kann ich ihn. Bist du befreundet mit ihm? Das ist mein Sohn. Ah, okay, das ist dein Sohn. Ja. Yeah. Wer ist denn hier der Partygeber? Hallo? Wo bist du? Bei der Party, verdammte Scheiße. Ich hab den Standort geschickt, komm mal hierher. Alles klar. Man braucht hier Navi für dieses Scheißdrecksgelände. Fünf Mann kommen hinten rein. Der ist rein. Voll besoffen oder so. Guck dir den mal. Mm, der ist richtig verklatscht. Der ist voll verklatscht, der ist voll verballert auf Koks und auf Drogen. Ja, und sein Hirn ist richtig. Hat sein Hirn weggekotzt. Was sagst du? Er hat sein Gehirn weggeguckt, ja, so sieht's aus. Hast du viel Alkohol gesoffen, oder? Nein, ich bin nur depressiv. Du bist depressiv? Okay. Warum denn? Nee, ich muss. Wieso denn? Wieso bist du denn depressiv? Dieser Herr Bragada Diaz, er will $5,000 von mir. Für was denn? Ich hab das meiner Frau abgezogen. Warum will er Geld von dir? Nicht. Wie von seiner? Ja, ich weiß es nicht. Diese Frau hat sich bei ihm anscheinend beschwert. Ach so. Okay, jetzt muss ich die $5,000 rausstellen. Hilal Agabey. Ey, Vanilla, ich bin mich doch gerade am Unterhalten. Das ist doch unhöflich. Wer ist denn der Junkie hier? Ach, Vanilla, halt deine Fresse, wirklich. Mango. Ich gehe jetzt um die $5,000, Baby. Ja, mach's gut. Gute Besserung dir. Dankeschön. Was ist denn mit Django passiert? Warum weint er? Was geht denn, Vanilla? Lange nicht gesehen, gehört voneinander. Hilal Agabey. Gut siehst du aus. Ja, grüß dich. Alles klar. Ein Stück gealtert. Ja, was ist das hier? Ist das eine Boygroup oder was ist das? Habt ihr hier einen Auftritt oder was? Seid ihr Gitarristen oder was ist eure Aufgabe hier? Wir sind Musiker tatsächlich, wir sind Hafensänger, ja, richtig. Ja, das sieht man. Danke, ja, dass es dir aufgefallen ist. Ja, verstehe. Bilal, wer ist der Typ neben dir, der Typ mit dem hässlichen Schnurrbart? Wie? Das ist Shakir. Grüß dich, Vanilla. Kennst du ihn nicht mehr, von ganz früher. Noch nie gehört, Shakir, sag mir überhaupt nichts. Gar nichts, okay. Muss ja nicht so ein relevanter Typ gewesen sein. Ja, und was ist jetzt eure Aufgabe hier? Was ist denn das für ein Auftritt? Was sind das denn für peinliche Brillen? Was ist das? Was macht ihr denn hier? Wie, was sind das für peinliche Brillen? Was sind das für peinliche Brillen? Was ist das denn? Und wieso hast du eine andere Brille als die anderen? Das kommt dir nur so vor. Das sind alles die gleichen Brillen. Und zwar, das sind Anti-Blender-Brillen, weil hier so viele Blender auf dieser Party rumrennen. Ah, okay, verstehe. Du, ey, Vanilla, sag mal, kennst du überhaupt diesen Besitzer hier, diese Bagada Diaz? Kennst du den? Ja, ich hab doch mit dem Stress, Alter. Und wieso bist du dann hier, wenn du mit dem Stress hast? Du bist auf der Party von demjenigen, mit dem du Stress hast. Wo ist der Sinn? Wir treffen uns heute. Wir reden. Mhm. Er hat mir versprochen, er wird heute nicht wie die letzten zwei Male Waffen benutzen, wie eine Fotze. Ach so, denn er will sich doch nicht mit uns anlegen, mit der Matrix. Der hat dich schon einmal auseinandergenommen. Ach so, ihr seid die Matrix. Ja, die Matrix. Die Matrix ist allgegenwärtig, du Vollidiot. Ja, verstehe. Weißt du, was die Matrix ist, oder soll ich dir das erklären, du Idiot? Ja, der Unterschied ist nur, dass die Matrix niemanden angreift, ganz offensichtlich, sondern angegriffen wird. Das hat wohl nicht so ganz verstanden da mit der Matrix bei euch, oder? Nein. Die Matrix sind diejenigen, die alles in Ordnung bringen, wenn Chaos herrscht. Wir sind die Einheit, die alles hier wieder... Aber hast du mir nicht gerade eben gesagt, du wurdest gefickt von diesem Bagada? Der soll mich gefickt haben, Bagada? Hast du doch eben erzählt. Du bist hier, um das zu klären. Der hat mit den Fischen geschwommen. Du hast doch hier gerade eben gesagt, du bist doch hier, um dich zu entschuldigen. Ey, du Hurensohn, verzieh dich. Was willst du hier? Verpiss dich hier, bevor ich dich ficke. Hier wollen wir keine Schlägereien oder sonstiges. Verpiss dich, bevor ich dich ficke, du verdammter Wichser. Ey, mir mal zu, beruhigt mal ein bisschen. Wir brauchen doch diesen Stress gerade nicht. Ey, wollt ihr alle von der Matrix gefickt werden oder was wollt ihr, Pisser, ihr Glatzköpfe? Achso, ihr seid von Diaz. Achso, tut mir leid. Dieser Vanilla hat zwei Gesichter. Nein, ich meine doch diese Fotze hier mit dem Vollbart. Wie meinst du, du Penis, okay? Bevor ich an den Ohrringen komme. Das ist ein Drehbettel gerade auf sportlicher Basis. Jungs, ganz ruhig, Acapella. Und wo ist jetzt der Typ, dieser, mit dem du Stress hast, dieser Bagada Diaz? Wo ist der Vanilla hier? Ja, dieser Glatzkopf. Ich bin hier. Ah, grüß dich.
Richtig. Vagada, das ist also deine Party und du lädst hier jeden Würfelpack-Penner ein. Was sucht denn der? Welcher Würfelpack-Vanilla? Wo ist denn ein Würfelpack-Vanilla? Weiß mal ein bisschen auf, wie du redest, Vanilla. Nein, den Würfelpack-Penner hier, meine ich, hat er eingeladen. Aber wo ist denn ein Würfelpack in dieser Stadt, Vanilla? Das habe ich noch gar nicht verstanden. Ja, du meinst den Zentrum. Ich sehe hier keine Würfel. Ja, ich habe dir meinen eigenen Namen gegeben. Ich nenne ihn den Würfelpack. Ja, weißt du auch warum? Warum? Ganz ruhig, Vanilla. Das ist ja meine Party. Wir machen hier ganz gediegene Arbeit, okay? Ja, von Respekt kennt dieser Vanilla halt nichts, ne? Herr Diaz. Kennt doch gar nicht diesen Typen. Der hat mich die ganze Zeit beleidigt am Würfelpark hier vor 5 Minuten. Alles in Ordnung. Also stimmt doch, hängst du wirklich den ganzen Tag am Park? Soll ich jetzt auspacken? Soll ich auspacken, Vanilla? Pack aus. Was ist hier los? Drogen mal Drogen, Kokain mal Kokain, ha? Ach, du bist Junkie geworden, Vanilla. Ja, un poco, ha? Du Junkie, du Würfelpack-Junkie, du. Ich finde, von Kokain ist man noch lange kein Junkie, ich sag so. Jungs, wir sollten ja ein bisschen den Ruhigen machen, nicht, dass hier auch Undercover-Officers unterwegs sind, versteht ihr? Sind wir. Also wäre... Was? Bitte? Was? Warte mal ganz kurz, ist das... Ist das Falco? Digga, die sind alle gefickt hier auf dem Server. Ich sag euch, die sind alle gefickt. Mein Name lautet. Die sind alle am Arsch, die haben alle einen Dachschaden, Alter. Bruce, und mit Nachnamen? Boah, der hat Mundgeruch. Das sage ich dir nicht. Alter. Bruce. Okay. Jungs, ich würde sagen, wir gehen nach hinten durch, holen uns einen schönen Tequila und kommen erstmal runter und dann reden wir ganz entspannt. See? Abdul, wir sind bei der Party, Playboy, wieder komm mit dem Anzug. Ja. Hast du noch eine Mundspülung wie Vanilla? Der stinkt echt nach Scheiße aus dem Mund. Komm, okay, das reicht. Ja, das liegt daran, dass ich deine Mutter geküsst habe. Du Fresse, du Junkie. Du Junkie. Wir sind ja nur Fotzen auf dem Party, ja? Es geht hier schon wieder ab. Ja, ich feier das, ja, Shit. Ich sag euch ehrlich, ich find das geil. Lass mich einfach hinstellen. Ja, Wojciech. Wie bitte? Lass mich einfach hier nur hinstellen, ein bisschen zu hören, diesen Ass. Gucken, was hier geht. All die komischen Gestalten, oder? Ja, richtig. Das sind alles die vom Park. Die sieht man jeden Tag im Park. Digga, ach du Scheiße. Ey, warte mal ganz kurz. Will mich hier dieser Baganda Dias verarschen? Hören Sie sich alle mit Schauten, trinken Sie ein Tequila an der Bar. Hören Sie die Musik nicht, Herr RGB? Was mit der Dame dahinter? Will die mich? Hören Sie die Musik nicht? Nee. Mal. Läuft die Musik? Natürlich, extrem laut. Vanilla, das ist eine Party, keine Tinder-Show. Passen Sie auf, das ist eine Sexualstraftäter, die Mann. Bitte machen Sie ja keine den Probleme. Den meint Vanilla, glaube ich. Reiß doch irgendwann mal Vanilla. Warte mal ganz kurz, wer, der Vanilla? Der macht Tinder-Show draus, Blind Date. Hm? Smash or Pass macht der draus. Bitte nicht. Ja, wie Backstreet Boys so sexy, da würde ich auch gerne mal ran. Hat, dieses, hat die Frau gerade Vanilla gemeint? Ja, ja, die Frau ist hier rechts. Nee, das ist da vorne, ich war das nicht. Hier, vorne, das ist der. Ah, nee, das ist der nicht, scheiße. Kurze Frage, wer hat das gerade über Vanilla gesagt hier? Ich hab wieder von dir. Keine Ahnung. Ja, ich weiß auch nicht, der hat sich Ludmilla da drüben geschnappt, deswegen. Was war Ludmilla? Pass auf die Party. Okay, bleib mal kurz. Hey, grüß dich. Ah, Bilal. Nee, ich hab nicht zu dir Hallo gesagt, sondern zu der Dame hier. Ah, okay. Hallo. Ja, kurze Frage, du hast gerade Vanilla gesagt, er ist eine Sexualstraftäter, stimmt das? Mein Freund, wo bist du denn? Das war ein Irrtum, die ist eine nette, hoffliche Mann. Ach so, schade. Ja, wieso, was denkst du denn, Bilal? Ah. Was kommst du denn hier an und du hast doch gerade von aus ihrem Mund gehört. Wie ist es? Ja, alles gut, ich dachte, ich hätte das anders irgendwie hier verstanden. Das war eine, ich hab vertauscht. Gibt's einen Mann, was ist ähnlich mit dem? Du meinst es nice, aber halt mit dem Zopf, den meinst du? Muss ich trotzdem von dem fernhalten, der ist nicht ganz normal im Kopf, dieser Vanilla. Deas möchte mit denen sprechen. Gut, komm, Schaffi, wir gehen hier hin. Komm, lass mal hier. Herrschaften, Sie fühlen sich auch wohl? Ja, wieso ist denn hier aber keine Musik, wenn das deine Hausparty hier ist? Ja, die haben da hinten auf die Box ein Tequila-Glas abgelegt und sie zerstört. Ja, verstehe. Wie unhöflich. So, ich habe mal eine Frage. Geht mich bitte. Auch eigentlich überhaupt nichts an, aber ich kenne den Vanilla so ein bisschen. Ja. Was ist denn da bei dir und denen? Was habt ihr denn da für, was ist da für Schwierigkeiten? Ich habe schon gehört, Freund. So ein bisschen. Wie, Freund? Wir haben alles geklärt. Wir hatten ein paar Auseinandersetzungen, aber Sie sind ein Freund von Vanilla oder was sind Sie? Sozusagen ein bisschen komplizierter, das zu erklären. Ja, ja. Ja, richtig. Wir hatten ein bisschen Probleme, aber jetzt ist alles geklärt, zum Glück. Ja, weil der ziemlich respektlos über dich und deine Leute geredet, als du uns, bevor du zu uns gekommen bist, das erste Mal. Ja, das hat er immer so gehandhabt. Ja, der hat ein freches Mundwerk, nicht wahr? Ich habe ihn auch ganz gerne einen Hurensohn genannt. Ein Moment, Herr Agabe, ich glaube, das ist privat bei euch zwei. Ich glaube,
Tai und ich machen uns da mal ab. Ja, ich wünsche euch beiden was. Ne? Tai hat mich gefreut. Okay, ja. Mach's gut, ihr beiden. Chaco, wir bleiben in Kontakt. Also wir bleiben in Kontakt, Cousin. Ja, genau, richtig, das bin ich. Bilal Agabe heiße ich. Woher kommt denn der Name? Hört sich interessant an. Ja, ich bin halber Usbekistaner. Machen Sie es gut. Ah, okay, sehr schön. Halber sehr Uruguayer. Schön. Uruguayer, ja, ja, wunderbar. Richtig. Fühlen Sie sich denn wohl? Haben Sie sich ein Tequila geholt, Tintin? Nee, ich habe keine Lust auf Alkohol, Leute. Wieso nicht? Ja, ich muss noch Auto fahren und ein paar Sachen erledigen. Sehr schön, sehr schön. Ich habe noch, ich hab noch eine Metallfirma am Laufen nebenbei. Wie? Eine Metallfirma habe ich am Laufen. Du auch, oder was? Sie sind im Metallbusiness? Ich bin im Metallbusiness, richtig. Ich bin auch im Metallbusiness. Ich habe in der Southside ungefähr da eine Firma. Ah. Eine Schmelze. Krass, interessant. Ja, ja, verstehe. Ja, ja, vielleicht kann man ja irgendwann Geschäfte machen. Bin Senegalese-Chat, natürlich, aber sage ich dir nicht. Na gut. Ja gut, hat mich gefreut, Herr Diaz, okay? Ja, Herr Begebe. Agabe, Herr Diaz. Dann sehen wir uns bestimmt nochmal. Ja, wiedersehen. Bis dann, ciao. Wiedersehen. Schönen Abend noch. Der mich verarschen hat. Der hat das doch mit Absicht gesagt, der Hurensohn. Ja, der wollte nichts preisgeben. Nein, ich meine, wie der mit meinem Nachnamen geredet hat, der Bastard. Hä, wie boxt sich da gerade ein Typ mit einer Frau? Was sind das für Opfer, Alter? Lass Markus hingehen. Der, noch ein bisschen eben. Der Lost MC schon so tief gesunken, dass er mit Frauen boxen muss, oder was? Komm. Hey, der Lost MC schon so tief gesunken, oder was, Männer? Das ist meine Schwester. Ich will ihr ein bisschen kämpfen beibringen, weißt du? Wir wollten doch nur spielen. Ja, ich juck mich ja auch gar nicht. Ich wollte nur mal wissen, ob man schon gegen Frauen kämpfen muss. Als Nein. Das ist meine kleine Schwester. Das ist Mörchen. Warte mal ganz kurz. Ist nicht hier bei einer von euch der... Ich bin hier. Costa. Wie geht's dir denn, Costa? Gut, und den? Auch. Ja, die Cops haben nach mir gefragt. Wer hat nach mir gefragt? Die Copas. Wirklich? Woher wissen die meinen Namen? Die wissen deinen Namen nicht. Die haben mich gefragt. Ich habe nichts gesagt. Aber, du hattest eine Fahndung. Die. Weil ich dich befreit habe. Die. Und dann haben die gefragt, wer dir geholfen hat. Richtig. Und was hast du geantwortet? Wie heißt denn ihr Name? Nichts. Nicht sehr gut. Ich bin Bilal. Ja, dzień dobry, Bilal. Hallo. Ja, grüß dich. Hallo. Moin. Ja gut, die Herren und die Damen, ich wünsche euch noch was. Ja, schönen Abend. Schönen Abend. Auf Wiedersehen, ciao, das Wiedersehen, ja. Arias. Das hättest du gerne. Ja, aber Monetti, will ich nichts mit zu tun haben. Die ist mir eine Freude. Er hat die Kollegen gefunden, die Danilo. Hey, der Hurensohn hat mich letztens gefickt, der mit dem Dings, Alter. Mit dem Bart? Ne, der linke da. Siehst du den mit dem weißen? Richtig, gestern. Ja, du warst doch dabei. Richtig, unsere Waffen haben wir nicht dabei. Da waren gerade Bullen vorbeigefahren. Ey, lass mal den beschatten, lass mal gucken, lass mal die Dings holen noch. Lass mal Dings besorgen schnell bei dir. Die Waffen, du weißt. Ja, richtig. Den Bastard packen wir uns, hast du verstanden? Hast du keine Knarre? Doch, ich hab die jetzt rausgenommen. Ah, okay, sehr gut. Okay, schließ dein Auto wieder ab. Ich habe auch Seile dabei. Ja, sehr gut. Wir fahren jetzt da hoch, dann beobachten wir den Horn und dann packen wir uns den, hast du verstanden? Lass mal in Funk. 329 gehen wir. Test. Boah, wie krass das aussieht. Boah, das macht ja voll Spaß, Alter. Funk mal, Chuck, hier. Test. Ja, sehr gut. Chuck, hörst du mich, du Hornsohn? Ich höre Sie, Herr Bebe. Sehr gut. Aber erstmal noch nichts machen, Chuck, hier. Okay. Wir gehen mal hier rein. Siehst du den irgendwo? Da ist er. Guck mal, mit dem der chillt. Herr Agabe, er ist hier, wo wir am Anfang standen. Ja, hab ich gesehen. Komm zurück, scheiß drauf. Der ist da mit ein paar Leuten, wir können da nichts machen. Hallo? Max, schon. Wie geht's? Vanilla? Wer spricht? Ich bin's. Dein Bilal bist hier. Bilal? Ich muss mal endlich deine Nummer einspeichern, Alter. Was machst du, Vanilla? Ich bin noch auf der Party. Wo bist du denn? Vanilla, hör mal ganz kurz zu. Du hast eine Sache vergessen, als wir uns eben begegnet haben. Was denn? Guck auf den Boden, wenn ich mit dir rede. Hast du mich verstanden? Ich lass doch nicht so von einem 1,70 Meter Zweck von mir. Glotz mich nie wieder direkt an in meine Augen, hast du mich verstanden?
Ich kann dir doch gar nicht. Guck auf den Boden das nächste Mal, Vanilla. Ich kann dir gar nicht. Auf den Boden sollst du gucken, du Piet. Schaust du mich verstanden, du besser. Alles klar, alles klar. Gott, kleiner Anderson. Hey, diese Taxizentrale sieht ja brutal aus. Ey, du. Ey, will der mich verarschen? Was fährt der uns? Wir ficken den. Den ficken wir jetzt. Ey, was machst du da für ein riskantes Überholmanöver mit deiner Schrottkiste? Ey, das ist das gleiche Auto, Mann. Ja, aber was, wie fährst du wie so ein Verrückter? Du bist mir fast hinten reingefahren. Komm mal runter, Mann. Wie komm mal runter? Verordentlich, hast du mich verstanden? Hey! Ignoriert mich, provoziert mich nicht! Zack hier, ich verliere mich gleich unter Kontrolle, du Hurensohn! Hey, du Hundesohn, bleib so verstehen, du kleiner Bastard! Hey, du Wichser! Denkt, der kann besser Auto fahren als ich, oder was? Ich schnall dich an, Shakir. Schnall dich an, Shakir. Bist du angeschnallt? Ich bin angeschnallt. Den ficke ich jetzt. Ich lass mich doch nicht verarschen. Bleib stehen! Du kleiner Nuttensohn! Warte, wir finden den. Der kommt hier vorne wieder raus. Chill. Na, der kleine Pisser. Guck mal, wie der am Fliehen ist, Alter. Ey, hast du deine Knarre dabei? Ja, hab ich. Wir ficken den jetzt. Hast du verstanden? Soll ich ihm auf die Reifen schießen? Ganz genau, das machen wir jetzt gleich. Warte kurz. Und ich sag dir ehrlich, lass mich nicht verarschen von so einem. Der Hurensohn ist oben. Guck mal, der ist noch oben gewesen, der Pisser. Der ist nicht runtergefahren. Was eine Muschi. Macht er mir auf, Mann, wer da vorbei? Dies, das hält er nicht an und so. Was ein Lutscher. Wir haben ihn verloren, stimmt's? Ich hab den ziehen lassen, du Vollidiot, Chuck hier. Pass auf, was du sagst. Ich hab keinen Bock mehr auf den. Da wisst ihr doch, wenn ich Bock auf ihn habe. Hey du, bleib mal stehen jetzt, letzte Warnung, ich schwör auf meine Mutter, ich schwör auf deine Mutter, bleib jetzt stehen, du Hundesohn! Soll ich auf die Reifen schießen? Nein, nein, noch nicht, warte. Gib mal einen Warnschuss ab, schieß mal rechts daneben. Ey, auf mich wird geschossen! Hey, das war nur ein Warnschuss, bleib stehen, ich schwör auf meine Mutter, das war, bleib stehen, ich schwör auf meine Mutter, bleib stehen! Schieß auf den auf, fuck! Schieß auf seinen Wagen. Er hat durchgefunkt, Herr AKB. Scheiße ich drauf, ob der funkt, der Honda ist an. Okay, scheiß drauf. Nicht, dass seine Jungs kommen uns ficken. Das, ich kann mir sowas nicht gefallen lassen. Weißt du, was ich meine? Jeder provoziert mich in dieser Stadt, nur Hurensohn. Da kommt so ein Bastard mit seinem Auto. Fährt er fast in meinen BMW rein. Ich glaube, ich spinne. Ich hatte ihn wohl nicht mehr alle. Die Leute haben den nötigen Respekt verloren, Herr AKB. Ja, natürlich haben die das, die Vollidioten. Diese Hurensöhne. Ach du Scheiße. Wie fährst du, Mann? Ritt mal ordentlich. Ritt mal ordentlich. Pass auf, wie du mit mir redest. So. Allah hat dir seinen Verstand verloren. Oh, Scheiße, das war die ganze Zeit auf? Nicht noch einmal redest du mit mir so. Hast du verstanden? Ja, überhaupt. Meine Fresse, Alter. Yo, verdammte Scheiße, wer bin ich da? Ey, das ist der Hurensohn. Das ist der. Hol deine Knarre raus. Ist im Kofferraum. AKB, ist doch keine gute Idee. Wieso? Weil wir sind neben dem Park, verstehen Sie? Egal, wie bitte. Ey, der ist jetzt eh weggefahren. Ey, so eine Rotze. Ey, weißt du was, ich scheiße jetzt da drauf, wirklich. Oh nein, bitte nicht. Grüß dich, Mister. Ah, du bist doch der von gestern. Ja, genau der. Du, jetzt haben wir dich. Wie geht's Ihnen? Ja, nachdem du mich gefickt hast gestern, geht's mir langsam besser, nachdem der Arzt mir geholfen also, hat. Also, schauen Sie, Mister. Erstmal beruhigen Sie sich. Das war... Sie haben zu schnell gehandelt. Wären Sie stehen geblieben, ich wollte mich mit Ihnen unterhalten. Bloß so, dass Sie weniger mich Wichser nennen und mehr... Hör bitte auf. Da hättest du vielleicht einfach wie deinen Mann stehen können und einfach sagen können, red vernünftig, oder? Verdammte Scheiße, das hatte ich ja bereits mehrfach versucht, aber sie wollten nicht hören, also dachte ich, wer nicht hören will, muss fühlen, und ich bin auch nicht fehlerfrei, wissen Sie? Wer sündenfrei ist, der soll den ersten verfickten Stein schmeißen, okay. Wissen Sie? Ja, bist du Philosoph geworden, oder was? Ja, ich hatte viel Zeit zum Nachdenken. Ja, dann denk mal dir über die Situation nach, als du mich nicht in meinen Kleidungsladen gehen lassen wolltest und danach ich am Würfelpack... Der war vorübergehend geschlossen, aus gesundheitsgefährdenden Gründen. Wir haben uns dazu um die Objektreinigung gekümmert, damit Sie danach dann sorgenfrei einkaufen gehen könnten. Natürlich. Denn wir sind nebenbei ein Reinigungsunternehmen. Richtig, das Reinigungsunternehmen, was mich danach mit den Autos verfolgt hat.
Genau, denn wir haben auch gleichzeitig noch einen Home-Service, wissen Sie? Ja, den Home-Service habe ich gesehen, als ich hier am Stadtpark angekommen bin, dir einmal Wichser gesagt habe und du deine Knarre gezogen hast wie eine Psychopath. Dann würde ich mir Respekt aufweisen, mein Kumpel. Ach, was du nicht sagst, aber da hat er ja schon geschossen. Wo soll ich wissen, dass er Knarre dabei hat, du Vogel? Also, es war ein schwacher Moment. Ich sagte ja, ich bin auch nicht fehlerfrei. Ja, beruhig dich doch, schreit doch nicht! Also, im Zeichen meiner Nettigkeit, wie Sie sehen, habe ich ein paar nette Freunde. Und wer wäre ich, wenn ich nicht für meine Fehler einstehe? Also, suchen Sie sich einen Wichser aus und wir erklären Ihnen, warum Sie ein netter Typ sind. Und dann sind wir quitt. Mama, so, guck mal. Wir können die Sache vergessen. Ich habe damit kein Problem. Aber ich erwarte ordentlichen Respekt und nicht, dass man mich so behandelt, was ihr gemacht habt. Ja, Sie auch. Ja, ist doch kein Problem. Hast du verstanden, Opa? Warte mal, habe ich Arschlochrede gesagt? Ach, Vanilla, grüß dich. Ah, grüß dich. Ach, ich habe auch ein Problem mit diesem Mistkerl hier. Also, warte mal, habe ich Arschlochrede gesagt? Wenn zwei sich unterhalten, wie geht's weiter genau? Du hältst die Scheißschnauze. Danke. Sei nicht so frech, sonst schlitze ich deine Kehle auf. Hast du mich verstanden, du Pisser? Halt dein Maul, Vanilla. Also. Er ist in der 1,60 Meter. Pass auf, hör mir zu. Ich wusste nicht, dass ich hier bei meiner Wunscheissorte bin. Dass ich beim scheiß Eisdiele bin. Also quatsch mich nicht von der Seite voll. Du bist eben noch halbnackt da rumgelaufen wie ein scheiß Typ auf dem Rave. Und quatsch halt mich voll. Halt die Fresse, Mann! Wie redest du mit mir? Halt deine Schnauze. Hör mal zu, du Hurensohn, der du bist, du Hurensohn, bevor ich deine Mutter ficke. Also, ich habe gehört, dass du irgendwie mich jagen... Halt die Fresse, wenn ich mit dir rede! Du kleine kleiner Wichser! Fick die, zeig ihm, was für ein Ferris ist! Du kleiner Wichser, verpiss mit deinem Bart! Hey, Travis, chill out. Ja, Schlägerei! Chillix! Warum schlägst du mich? Ja, bist du die Merda! Ey, yo, chill! Ey, Deuker, Deuker, Deuker! Komm runter hier, komm. Verdammter Scheiße! Mann! Ja! Yeah. Yo, hau mich nicht, Mann! Was hab ich okay, chillt, ja, seh! Haut ihr mich nicht, Mann! Ist genug, seh! Perfekt, du habt ihr alles auseinandergenommen. Warum Schlägerei hier? Ja, wo ist RGB, man? Sind Sie noch da? Ey, was ist hier passiert? Keine was Ahnung. Was habt ihr getan? Wir haben aufgeräumt, seh! Was passiert, Mann? Hat einen von uns erwischt? Macht's gut, Jungs! So, da haben wir alle ausgeraubt, Alter. Niemand fickt mit Billo. Die dachten, die könnten mich einfach niederschießen. Die Sache ist geklärt. Hab ich den ausgeraubt und das ist der Hurensohn, das weiß, Alter. Ganz einfache Sache. Ja, boah, mein Dings war zu voll, Alter. Egal, Hauptsache ich hab das Geld, Alter. Sehr schön. Kurz einen Taui Plus gemacht, Leute. Sehr stark. Hey, Chuck hier. Ja, ja. Du Hurensohn, der hat mir gerade mit 4 Leuten aufgelauert, du Bastard, Alter. Der gelbe Mercedes ist gerade am Park. Ja, es ist unwichtig. Die sind zu viel ausgestiegen. Der wollte das mit mir so klären. Dann kam Vanilla, hat Schlägerei mit ihm angefangen. Und dann habe ich einfach alle abgezogen, die am Boden lagen. Und wo sind sie gerade? Und der Gewinner bin natürlich ich, Bilal Agabey. Gratuliere mir. Hier am Würfelpark war eine große Massenschlägerei gerade. Du sollst mir gratulieren, du Hurensohn, und mir zuhören, was ich dir gesagt habe, du Bastard. Herr Agabey, Sie sind der Allmächtige, der Unbesiegbare. Gratuliere mir! Herzlichen Glückwunsch, Herr Agabey. Ich wusste es. Ja, geht doch. Habt ihr alle ausgeraubt und gefickt, hast du verstanden? Der unbesiegbare Bilal Agabey. So sieht das ganz genau aus, du Vollidiot. Gute Nacht, bis morgen. Bis morgen, Herr Agabey.